Kreativität wird großgeschrieben. Seitens des Darwinismus gibt es nur einige Grenzen, wenig Kontrolle und hohe Toleranz. Seitens des Opportunismus heißt es Create a Vision, individuellen Opportunismus akzeptieren. Ja, ich sitze jetzt hier mit dem Herrn Martin Bach, dem Personalchef der Firma Komasek. Guten Tag. Guten Tag. Wie ich gehört habe, führen Sie Ihr Personal nach der Sparte Kindergarten in der Darwinismus-Matrix. Ist das denn richtig? Ja, das ist richtig. Und was bedeutet das genau? Also wie wird bei Ihnen das Personal geführt? Also wir versuchen das Konzept Kindergarten im positiven Sinne zum Wohle der Firma umzusetzen und unseren Mitarbeitern möglichst viel Freiraum für Kreativität zu bieten, um sie halt über diese Freiräume dann auch zu besonderen Leistungen zu motivieren. Kreativität. Ihre Mitarbeiter verstehen sich ja auch als hochgradige Professionals, die wirklich überall arbeiten könnten. Wie können Sie diese halten? Also wir bieten unseren Mitarbeitern sehr viel Freiraum zur Selbstverwirklichung. Wir bieten ihnen eine Reihe Annehmlichkeiten und Leistungsanreize, auch wie Bonis und Sonderurlaube, um die Mitarbeiter für unser Unternehmen halten zu können. Freiraum. Und wie sieht es bei Ihnen im Unternehmen aus, wenn innerbetrieblich irgendwelche Probleme auftreten? Ja, unser Führungsstil ist zunächst mal sehr stark emotional orientiert. Das heißt, wir führen unsere Mitarbeiter beziehungsorientiert und weniger aufgabenorientiert. Okay, und fällt Ihnen jetzt spontan ein Fall aus dem Unternehmen ein, der diese Personalführung widerspiegelt? Ja, wir hatten im letzten Monat so einen Fall. Da hat ein Mitarbeiter darum gebeten, um einen Sonderurlaub von 5 Tagen und um 1.500 Euro außerhalb des normalen Lohns, den wir ihm zahlen. Und wir haben dieser Forderung gefolgt. Beziehungsorientierung. Und was sehen Sie zu guter Letzt noch als wichtigen Punkt Ihrer Personalführung? Ja gut, es ist uns sehr wichtig, dass die Prozesse im Unternehmen reibungslos ablaufen, dass sie harmonisch ablaufen, dass unsere Mitarbeiter Spaß an der Arbeit haben, gerne zur Arbeit kommen, zufrieden sind mit ihrer Tätigkeit, die sie bei uns ausüben. Dafür sind wir bereit, als Unternehmen vieles zu investieren. Okay, dann vielen Dank fürs Interview. Dankeschön. Spaß an der Arbeit. Ich hoffe, Sie hatten genauso viel Spaß wie ich bei dem Beitrag über die Personalführung im Kindergarten.